Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme The Long Dark. Falls ihr euch fragt, warum wir jetzt hier draußen stehen, ich habe ein ganz winzig, ganz kleines bisschen hoch, nicht auf Escape, weitergespielt. Warte mal, das sehe ich doch auch hier. Und zwar habe ich nochmal ein bisschen Wasser abgekocht, weil, wie ich reingeladen habe in den Spielstand, da habe ich gesehen, dass unser lieber Mackenzie Durst hat. Dann habe ich was getrunken. Dann habe ich gesehen, ja, es waren irgendwie nur noch, was weiß ich, ein halber Liter, glaube ich, oder 0,85 oder so. Dann habe ich einen halben Liter getrunken. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich nochmal ganz schnell Wasser abkochen. Und dann hat sich's wieder nach Sturm angehört. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich guck mal raus, weil manchmal klingt's innen im Gebäude nach Sturm draußen, aber wie man sieht, ist bestes Wetter. Und ich würde sagen, das nutzen wir direkt, um hier nicht zu gucken, ob hier noch Loot ist, weil ich habe hier alles mitgenommen. Kann es aber auch nicht lassen, ne? Ich muss immer gucken, ob hier noch irgendwas ist, ne? Aber es ist nichts. Ja, wir gehen zurück. Wir haben ja auch einiges an Nebenquests. Und laut gespeicherten Spielstand ist die Story, also die Episode, schon wieder zu 50% abgeschlossen. Und ich glaube, da ist es jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier die Dinge angehen. Töte einen Wolf am Rätsel in Rätselsee, ne? Da müssen wir jetzt eh zurück. Was ist unsere Hauptquest eigentlich? Kehre zurück zu Jeremiah, das ist ja der Pelzjäger. Und ja, da müssen wir ja sowieso zurück. Die Frage ist, haben wir hier jetzt noch irgendwas zu machen? So wie es aussieht, ja nicht. Ja, und im Hintergrund sind die Wölfe mal wieder komplett am Eskalieren, ne? Das ist schön. Ich guck mal ganz kurz. Wir haben ja ein paar Nebenquests. Oder warte mal. Warte. Hier, vorwärts versteckter Waldflüsterer ist am Rätselsee, trostloses Marschland. Da haben wir auch was, okay. Und hier oben Nordlichtklappe. Das müsste das hier sein. Ich habe ja hier nebenher den Guide offen, weil ganz ehrlich, sonst habe ich hier absolut gar keinen Plan. Auch eine längere Quest? Ne, ich glaube, das ist einfach nur so ein Spot, wo man hingeht und dann war man da und dann ist es fertig. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin. Da ist auch so ein Kurzwellenturm. Ich kann mir vorstellen, dass wir da noch hin müssen. Weil wir haben ja noch die Sache mit dem Funkgerät offen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da eventuell noch irgendwie zu den Funkturm hin müsste. Weil warum sollte das sonst auf der Karte eingezeichnet sein? So, hier waren ja Wölfe, ne? Nehmen wir mal die Signalpistole raus. Ist da irgendwas drin? Nö. Weiß auch gar nicht. Ich glaube, da haben wir schon reingeguckt, ne? Die Frage aller Fragen ist, waren wir da hinten schon und wie kommen wir zurück? Weil da war ja eine Cutscene, wo uns der Bär angegriffen hat und dann war ja der Weg blockiert. Oder darf ich jetzt schauen? Aber jetzt schaue ich erstmal da hinten hin. Ich sprint mal wieder ein bisschen, ne? Können wir uns ja mal erlauben. Da hinten ist ein Hase.
Wölfe sehe ich gerade keinen, oder gehe ich überhaupt richtig? Nee. Nee, wir gehen hier gerade in noch unerforschtes Gebiet. Da ist ein Kanister. Now we're cooking with gas. Es ist ein sehr schöner Kanister, der freut mich sehr. Den werden wir auch mitnehmen. Ich glaube, den werde ich dann im Office einlagern. Ganz ehrlich, ich muss irgendwie Stuff ablegen. Wir sind viel zu schwer. Aber Aktionen auffüllen. Die Lampe fülle ich natürlich sehr gerne auf. Damit auf YouTube dann auch was zu sehen ist. Ne? Ich habe ja schon mal erklärt, ich habe da schon mal mit meinen behelfsmäßigen Editor-Skills versucht, das ein bisschen aufzuhellen. Nee, das würde ich da lassen. Den Energieriegel nehmen wir mit. Es ist auch schon wieder sehr laut hier, habe ich so das Gefühl. Also Windeffekte sind schon krass. Wo geht's denn jetzt hier hin eigentlich? Beschädigte Brücke. Aha, okay, ja, hier geht's nirgendwo hin. Ich glaube, hier ist auch ein Map-Ende. Ja, das soll wahrscheinlich einfach das Map-Ende sein. Ja, da geht's ein bisschen tief runter, ne? Da halten wir uns mal ganz, ganz weit fern. Vom tiefen Abgang. Ansonsten gibt's hier noch irgendwas. Nee, ne? Ja, ich glaube, da ist jetzt einfach nur noch ganz viel nichts. Gefühlt 3 Grad, Windkühle minus 12, Temperatur minus 9. Krass. Also wir haben echt erstklassige Ausrüstung. Das finde ich sehr schön. Stimmt, wir haben ja noch diese... Genau, die Inuit-Stiefel, die machen natürlich einen gigantischen Unterschied, ne? Plus 2,4 Grad. Schade, dass man nicht an sich runtergucken kann. Aber gut. Verlieren wir keine Zeit, ne? Mal ein bisschen hinmachen, sonst ist wieder eine Folge rum und ich habe nichts geschafft. Hier, hab das Gefühl, ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil manchmal beim Schneiden denke ich mir so, Mensch, Kerl, du könntest mal hin und wieder ein bisschen schneller machen. So, jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir zurück? War das hier? Ah ja. Einfach hier über einen Baumstamm oder was? Nee. Oh no. Nein, sag mir jetzt nicht, dass ich stuck bin. Gut, das war jetzt wohl nicht der richtige Weg. Scheiße. Oh nee, das ist jetzt mega ärgerlich. Komme ich hier noch irgendwie raus? Oh Gott sei Dank. Oh, ich habe mich schon neu laden sehen. Ich meine, wäre nicht schlimm gewesen. Jawohl, wir haben hier hinten, ne, die Brücke aufgedeckt.
Wobei, ich glaube, da wäre ich hingesprintet, hätte die aufgedeckt, einfach nur der Vollständigkeit halber. Hätte das dann aber halt im Nachhinein rausgeschnitten. Aber gut, wir haben es geschafft. Und ich laufe schon wieder irgendwo hin, weil ich am Quatschen bin. Wir müssen doch einfach nur hier der Bahnstrecke folgen. So. Sorry, dass ich gerade ruhig war und hier so AFK gegen den Baum gelaufen bin. Ich habe hier nur noch was in dem Guide nachgeguckt. Also wegen Nebenquests, ne? Weil die Hauptquest, die hätte ich ganz gern schon. Ja, da möchte ich mich halt jetzt nicht unbedingt spoilern drauf. Lalalala. So, ich glaube, wir müssen hier außen rum, ne? So war das. Da unten war auch ein Wolf. Da erinnere ich mich. Das heißt, Augen und Ohren offen halten. Ach, stimmt es ja nicht? Haben wir den nicht? Ja, ja, stimmt. Den haben wir ja angeditscht, sag ich mal. Den haben wir ein paar mit der Axt reingedroschen. Und jetzt ist der erledigt. Ja, ich glaube, mitnehmen brauche ich den nicht, ne? Das bringt, glaube ich, nicht viel. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Essen? Sieht eigentlich ganz okay aus. Schon wieder müde, der Kollege hier. Gefroren. Ja, ich glaube, mittlerweile ist das Fleisch auch nicht mehr gut. Ja, den lassen wir einfach, das bringt nichts. Habe ich nicht noch Fleisch dabei gehabt? Ich habe doch... Nee, tatsächlich nicht. Habe ich nichts mehr. So, genau, dann ging es da drüben wieder hoch und dann sind wir auch irgendwie auch schon auf halbem Weg zurück. So. Ein Wolf in Aussicht. Ja, dann sprinten wir einfach durch jetzt.
Einfach durchsprinten. Auch wenn er ein bisschen schnauft, muss er abkönnen, der McKenzie. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit auf den Triggerpoint gewartet und jetzt sind wir wieder im komischen Marschland. Da schauen wir auf die Karte und da hinten ist Nordlichtklappe im Drosan, gell? Versteckten Bunker, der sich was? Der nur geöffnet werden kann, wenn der Himmel leuchtet. Ach so. Gut, dass ich das jetzt gelesen habe. Weil ich wäre da jetzt hinmarschiert, aber den kann man nur in der Aurora-Nacht öffnen. Aha, aha, aha. Ja gut, dann weiß ich nicht. Ich meine, es wird gerade dunkel. Wir könnten jetzt halt eventuell auf die Nacht warten. Ich meine, wir müssen sowieso eine Pause machen. So, ich glaube, den Kollegen hier haben wir schon abgefrühstückt, oder? War das überhaupt ein Kollege? Sehr viel Zedernholz, was hier liegt. Ja, das war der Kollege hier. Durchsucht. Ja, der hat nur Schuhe. Ja gut, das Ding ist jetzt halt, wenn ich jetzt da hinlatsch, und keine Aurora-Nacht kommt, dann ist natürlich der Weg umsonst. Und wenn ich jetzt pennen gehe und dann eine Aurora-Nacht ist, dann komme ich vielleicht nicht rechtzeitig genug hin, um da reinzugehen. Ist also schwierig. Also ich bin ganz ehrlich, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass eine Aurora-Nacht ist. Weil... Ja gut, ich rede jetzt halt wieder aus meinen Erfahrungen, die ich im Survival-Modus gemacht habe. Da ist die halt selten. Kann natürlich sein, dass die hier extra für die Story halt gepusht ist. Kann ich mir sogar vorstellen, weil wenn du da jetzt halt, weiß ich, irgendwie 10 Nächte da warten musst, dass eine Aurora-Nacht ist, ne? So, Gewehrpatronen nehmen wir natürlich mit. Rucksack leer. Ich war hier schon und habe die Patronen liegen lassen. Was ist denn mit mir los? Hab ich gesoffen oder was? Oh Gott, jetzt habe ich ja ganz vergessen. Sprint! Was hier oben beim Funkturm? Oh, das ist gerade echt scheiße. Ich bin gerade echt verunsichert, was ich machen soll. Ich weiß genau, komm. Ich weiß genau, was passiert, wenn ich jetzt da hinten zum Zug lauf.
Ja, wo war denn der? Der war ja hier irgendwo in der Map, wo ich beim letzten Mal schon übernachtet habe. In dem Zugwaggon. Ja, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt da hinlaufe, dass der Aurora-Nacht ist. Und wenn ich jetzt da hoch in die Gegend laufe, da ist auch ein Wolf. Ist sehr interessant. Aber wir haben ja die Knallpistole am Anschlag. Da liegt ein kaputter Hirsch. Ja, ja. Schleich dich, Bürschlein. Gefroren, 1,7 Kilo. Ganz ehrlich, das mache ich mal. Feels like night is coming. So, jetzt ist es auch dunkel. Sieht es nach Aurora-Nacht aus? Ich glaube eher weniger. Das heißt, da brauchen wir gar nicht weitergehen. Ich laufe jetzt da zum... If I can drop any of this gear. Ja, du musst dich nur ausruhen, dann geht's wieder. Das heißt, ich laufe jetzt da zu unserem Waggon. Oh. Ganz schwierig. Ja, da hau ich mir dann das Fleisch drauf. Dann haben wir was zu essen, haben wir zu trinken. Oh, 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 okay, okay, okay. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hier langlaufe. Ah, wir suchen uns einen Platz zum Resten. Erstmal zurück zu den Schienen. Und dann den Schienen entlang bis zum Zug. Dort chillen wir dann, Nachtlager. Obwohl, der Himmel wirkt so grünlich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube nicht. Da wird einem auch so auch erstmal so klar, ne? Man hat so viel The Long Dark gespielt. Aber irgendwie war ich nie nachts draußen und hab halt gesehen, wie so eine Aurora-Nacht entsteht, ne? Aber ich glaube, da müssten hier schon längst irgendwie anfangen, die Lichter zu blinken oder so. Ja, nee, da ist keine Aurora-Nacht. Jetzt natürlich ärgerlich, wenn ich drüben bin, aber jetzt halt hier die ganze Zeit campen, bis eine Aurora-Nacht kommt. Ja, weiß ich nicht. Die letzten Meter werde ich jetzt mal sprinten. Ich habe die ganze Zeit die Ausdauer unten aufgehoben. Weil wenn nämlich unsere Ausdaueranzeige leer ist, dann kann man nicht mehr sprinten. Und falls dann irgendwas ist, Wolf, Bär, Elefant, Drache, Dinosaurier, keine Ahnung, dann können wir nicht sprinten. Need a
horse.